Landsberger macht. Wir sitzen in Bielefeld. Ja, seit 111 Jahren sind wir im Geschäft, mal gegründet als elektrische Lichtbausanstalt. Falls einem das was sagt, wir sind 95 Mitarbeiter an zwei Standorten und haben so knapp 7 Millionen Euro Umsatz. Vorhin hat mal jemand draußen gefragt, so, wir kennen Sie gar nicht, ja, was machen Sie denn? Ich hoffe, das erschließt sich so ein bisschen dadurch. Wir haben drei Bereiche, wen es interessiert, kann ich nachher noch ein bisschen was zu erklären. So unser Hauptbereich Rosenberger Data an einem eigenen Standort bietet eben halt Dokumentmanagementsysteme, digitale Archivierung, Scan-Dienstleistung, Akteneinlagerung und eben halt Entwicklung und Beratung für das Thema Digitalisierung. Die beiden anderen Bereiche, Media und System, sind so unsere Kernbereiche, die wir also auch seit Anfang unseres Schaffens abbilden. Ihre Vorteile sind hier so ein bisschen aufgeführt. Das sind übrigens auch so Punkte, wo man mal dran denken muss, wenn man mal über Digitalisierungsprojekte nachdenkt. Wo geht's hin? Wer macht das denn überhaupt? So, für uns ganz, ganz entscheidend ist die Qualität. Qualität kann sich messen lassen, wird abgebildet über das Thema ISO 9001. Wir haben also ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem und für gewisse Dinge eben halt auch ganz, ganz wichtig, der Datenschutz. Das heißt, wir sind an unserem Standort zertifiziert nach ISO 27001, also wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, und das ist fast unterdessen in jedem Dokument der Fall, dann sollte man sich halt Gedanken dazu machen, wo es hingeht und wie man das eben halt geschützt erstmal überhaupt in die Digitalisierung geben kann. Wir haben erfahrene Ansprechpartner, wir bilden unsere Fachkräfte kontinuierlich weiter und dazu haben wir eben halt natürlich über viele Partner mit der Technik auch wirklich die geeignete Software und Hardware, um diese Themen dementsprechend abzubilden. Wen machen wir glücklich? Ja, wo sind unsere Beschäftigungsfelder? Also natürlich in Archiven, Museen, Bibliotheken, aber genauso eben halt auf kommunaler Ebene, bei Katasterämtern, Bauämtern und dann gibt es natürlich weiter runtergebrochen Industrie, Architektur, Versorgung und natürlich bei uns im Hause tatsächlich auch der Einzelkunde an sich an der Stelle. Ja, das nur kurz zur Vorstellung, was macht denn Rosenberger eigentlich? Und ja, dann gehe ich mal über so zum Thema Digitalisierung. Da kann man sich ja, wie das hier schon heute und gestern passiert ist, sehr, sehr viel mit auseinandersetzen. Die einen meinen, das ist halt ganz einfach Umwandlung analoger Werte ins digitale Format. Da gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu. Digitalisierung bedeutet eben halt auch gesellschaftlicher Kulturwandel und neue Arbeitswelten. Damit man eben halt nicht nur das einfache Digitalisat in sein Archiv packt, sondern da passiert ja auch was damit und das hat eben halt auch Auswirkungen. Und manchmal könnte man so das Gefühl haben, dass man natürlich darüber, gerade über den Wandel der Arbeitsweisen, natürlich auch viele Hemmnisse hat, im Bereich der Digitalisierung überhaupt einzusteigen. Aber warum Digitalisierung? Es dient zur Bestandserhaltung, zur Sicherung. Wir haben Zugangsmöglichkeiten, Recherche. Wir haben die Möglichkeit niedrigschwelliger Kulturangebote, das heißt im Zeigen, im Präsentieren auf unterschiedlichen Medien. Und wir haben natürlich im Bereich Archiv und Museum auch die Möglichkeit, das Ganze etwas attraktiver zu gestalten. Ich kann das so aus eigener Erfahrung berichten. Wenn ich gerade so anmoderiert wurde, dass ich über 30 Jahre schon in der Firma Rosenberger bin, da könnte man jetzt ja sagen, da müsste ja schon auch etwas über 30 Jahre sein, ist auch der Fall. Aber man sieht eben halt ganz einfach so, ich habe die Entwicklung mitbekommen, wie, sage ich mal, die Jugend da drin einsteigt. Ja, Thema, was wir hier vorne an der Wand sehen, es wird halt getwittert oder Social Network, aber auch ein Nutzer will andere Wege gehen und darauf müssen wir uns eben halt einstellen. Das größte Hindernis ist natürlich, ich sage mal so im direkten Bereich des Archives, mit diesen sogenannten drei populären Vorurteilen, geht bei uns nicht,
schaffen wir nicht, ist zu teuer, oder ich kann es nicht außer Haus geben, weil es andere sowieso nicht können. Ja, und mit diesen Vorurteilen möchte ich so ein bisschen aufräumen, ein bisschen was zu erklären, ein paar Beispiele geben, dass man eben halt es doch sieht, man kommt voran. Das erste Vorurteil geht bei uns nicht, liegt halt meistens daran, dass man ja exotische Formate hat, unterschiedliche Medien, vielleicht Ablagestrukturen, wo keiner dran langfindet. Weiter geht's überhaupt mit der Empfindlichkeit der Objekte, dass man sagt, ah nee, das kann man gar nicht anfassen, ja, ich kenne es aus dem Archivbereich, gesperrte Dokumente, kommt kein Nutzer dran, weil das liegt halt einfach so, weil wenn man es anpackt, geht es letzten Endes kaputt. Und ja, vielleicht auch noch eine Thematik, alles durcheinander, vielleicht gar nicht ordentlich verzeichnet, findet man eh sowieso nichts wieder. Und zu viele unterschiedliche Medien über die, sage ich mal, Papierwelt natürlich hinaus, was man da dementsprechend vielleicht in seinem Archiv hat oder was digitalisiert werden soll. Und da bieten wir halt erstmal grundlegend eine Vielfalt an, wenn man sich das mal so vor Augen führt, was gibt es überhaupt im Archiv? Ja, es gibt, sage ich mal, aufgeteilte Abfolgen, ich habe Papier, ich habe Mikrofilm, dazu gehören noch in anderen Bereichen Mikrofilmkarten, Jackets, wo der Mikrofilmer verfilmt worden ist, so große Formate, kleine Formate. Und das können wir eben halt alles dementsprechend digitalisieren. An einem kleinen Beispiel, wie man das nutzbar macht, es gibt zum Beispiel in einer Institution große sogenannte Klebebände, die sind DIN A0 aufgefaltet, jetzt habe ich das Mikro in der Hand, aber ich zeige das mal so, ungefähr so dick. So, wenn Sie die vorlegen, die müssen also mühevoll aus dem Magazin geholt werden, wenn überhaupt einer weiß, dass es das da gibt, dann wird es vorgelegt, da passt immer einer auf, da muss immer einer daneben stehen. Und dann kam einer auf die Idee und hat gesagt, so, das wollen wir doch mal digitalisieren. Gab es natürlich ein Projekt dazu. Das haben wir gemacht mit speziellen Systemen. Wir haben es erfasst, verzeichnet. So, und heute hat man eben halt natürlich die Möglichkeit, das auch vernünftig zu nutzen. Ja, und jeder weiß das, wenn man, sage ich mal, eine digitale Bildersammlung durchguckt, dann geht das klick, klick, klick. Klickt man oder sucht man Fotos durch, die teilweise in Papierhüllen eingebunden sind, in Pergamintaschen, kann man überhaupt gar nicht richtig schnell in der Geschwindigkeit durchgucken. Zweites Vorurteil ist, ja, wir schaffen das nicht. Wer soll das denn raussuchen? Wer soll das denn vorbereiten? Und Geld haben wir sowieso nicht, ja. Und ja, überhaupt gar keinen Ansatz zur Planung, also wie kann ich das denn überhaupt abbilden? Es gab so auf gewissen Archivtagen mal Vorträge, überhaupt wo es erstmal um Bestandsaufnahme ging. Ja, aber da tut man eben halt schon alles Dinge, die im Grunde genommen ja, der Digitalisierung auch entgegen oder dazu spielen. Man muss eben halt hier erstmal den Anfang wagen und das geht letzten Endes nur über Beratung, ob das jetzt über Institutionen ist oder ob das mal eine Firma macht. Projekte in kleinere Schritte aufteilen, Arbeitsteilung, Fördergelder nutzen. Ich weiß nicht, wenn ich so gucke, wenn ich dazu sage, hat mal einer einen Förderantrag gestellt von Ihnen so zum Thema Digitalisierung? Oh, da geht jetzt aber die Arme nach oben. Machen unterdessen ganz, ganz viele, weil man da natürlich Gelder bewilligt bekommt über zum Beispiel Verbände, DFG, die eben halt, ja, ich sag mal, wirklich Programme der Digitalisierung fördern. Wenn das so nicht funktioniert, dann gibt es immer noch die Beispiele, dass man mindestens hausintern mal Gelder aufteilen kann über die entsprechende Nutzung. Und wir haben zum Beispiel, wenn man mal nicht ein großes Archiv nimmt, sondern ein kleines Archiv, ja, ich sag mal, klassische Situation, Gemeindearchiv, eine 10%-Stelle, da fragt man sich, sowieso man dann überhaupt was bewerkstelligen damit, aber trotzdem wurde sich da eben halt intensiv Gedanken gemacht, die Kollegen hatten ein Archivprogramm, da waren Daten vorhanden, so mit diesen Daten konnten wir eben halt Zuordnungen machen und ein, ja, ich sag mal, Bestand, Personenstandsbücher, die in diesem Archiv eben halt gefragt sind,
vorbereiten, digitalisieren. Und damit hat die Kollegin in ihrer Zeit, in ihrer, sag ich mal, 10%-Stelle, die für dieses Archiv zuständig war, natürlich jetzt eine super Chance, sehr, sehr schnell auf die Bestände zuzugreifen. Das dritte Vorurteil ist, können andere nicht, weil man eben halt meint, dass die Originale in der Form überhaupt gar nicht außer Haus gegeben werden können. Keiner weiß, wie man damit so umgeht. So, und gefühlt das Ganze sowieso viel zu schwierig oder zu komplex ist. Da bauen wir eben halt mit unserem Partner Vertrauen auf, dass man sagt, wir beginnen mit kleineren Projekten, wir definieren die Qualitätsansprüche machen eben halt auch die Möglichkeit, dass man bei uns im Hause sich das mal angucken kann, was überhaupt technisch geht. Dazu muss man eben halt sagen, so wir als Firma Rosenberger haben jahrzehntelange Erfahrung, wir sind zertifiziert, wir haben einen modernen Scanpark und wir können eben halt, wie gerade so gezeigt, vom Kleinbilddia, Negativfilm, alles bis zu großen Karten über DIN A0 halt dementsprechend dann einscannen. Und was noch dazu gehört, ist eben halt wirklich Arbeiten mit geschulten Mitarbeitern, der gesamte logistische Service, den wir dazu anbieten und letzten Endes Datenintegration in bestehende Archivsysteme. Und zum Thema Qualität, das nur so am Rande angerissen, man sieht eben halt selbst hier auf dem Beamer, dass man sagt, hier geht es um Scannen, wir nutzen Zeilenscan-Systeme und zum Beispiel die Auflösung bedeutet eben halt nicht Qualität, sondern man muss zum Beispiel eben halt auch die Unterteilung der Linienpaare sehen. Genauso wie im Grunde genommen die Abbildung der Farbe und dementsprechend der Keile beim Grauscannen. Weiter ist es halt auch die Ausleuchtung, dass man sagt, so wie leuchtet so ein System aus? Ist es schön ausgeleuchtet oder habe ich eben halt durch andere Technik, durch Fotoapparatsysteme im Grunde genommen Schattenbildung, die sich eben halt nachteilig auch auf die Scanqualität auswirken? Ja, da könnte man sich fragen, und jetzt? Nochmal eine Zusammenfassung, was macht die Digitalisierung? Es ist eine Arbeitserleichterung für Sie. An dem Beispiel, was ich gerade gesagt habe, es dient der Bestandserhaltung, dass ich eben halt auch was zeigen kann. Dann kommen so die Punkte, Ein-Mann-Betrieb, Zwei-Mann-Betrieb, Schaffung von Ressourcen oder eben halt mehr Zeit für Wichtiges. Man kann neue Services anbieten, dass man eben halt Dinge zeigt, die vorher nur im Magazin, ich hätte jetzt gesagt, auf ihre Nutzung gewartet haben. So, und wenn ich es dann nutze, habe ich eben halt einen hohen Nutzungskomfort. Und vielfach sind so Diskussionen auf anderen Veranstaltungen, wie kann ich mich denn als Institution voranbringen? Und das geht eigentlich nur, wenn ich attraktiv werde, wenn ich auch junge Nutzer reinhole. Und irgendwann wird es uns eh überrollen, dass man sagt, es will keiner mehr so unbedingt das Analoge sehen, was ja dem Aufbewahrungsauftrag zwar genügt, aber keinerlei vernünftiger Nutzung dementsprechend dann zulässt. Und da sagt man so schön bei uns im Hause, Sie sind nicht allein im Digitalisierungsdschungel, Hilfe holen ist erlaubt, trauen Sie sich, seien Sie realistisch, so viel Dienstleistung wie nötig und möglich. Ja. Damit bin ich erstmal durch. Wenn es Fragen gibt, ich stehe da draußen noch, da vorne in der Ecke und kann natürlich gerne dementsprechend Fragen beantworten. Und sonst würde ich sagen, glaube ich, ich habe keine rote Karte hier gekriegt. Ach, ich dachte so. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht bis nachher. Ja, herzlichen Dank auch an Sie.